Aufzeichnung läuft. Jawohl, Aufzeichnung läuft, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Heute ist Freitag. Ich muss gerade noch mal schauen, weil irgendwie bin ich total im Zeitflash. Wir haben Freitag, den 6. März 2020 auf der 9. DAF WebCon. Und hier im Bildschirm unter mir seht ihr niemand Geringeren als Ursula Bauritsch. Ursula Bauritsch kennt ihr vielleicht. Sie lehrt und forscht an der Pädagogischen Hochschule zu Wien. Und es wird sehr, sehr spannend, weil das Thema Global Citizenship Education ist. Sie geht sehr auf die Bezüge zwischen Mehrsprachigkeit und Menschenrechtsbildung zu. Ist sehr, sehr, sehr spannend. Mehrsprachigkeit in unseren Klassenzimmern und die Gestaltung gemeinsamer globaler Ziele der Weltgesellschaft. Ursula, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Stefan, für die nette Einführung. Ich freue mich auch sehr, heute mit Ihnen hier über ein Thema sprechen zu können, das in unserer Gesellschaft, und zwar nicht nur im deutschsprachigen Raum, durchwegs nach wie vor kontroversiell diskutiert wird, nämlich die Frage danach, wie viele Sprachen braucht denn der Mensch eigentlich? Und möchte im Laufe meiner Präsentation, meines Vortrags hier einen Bogen spannen, auch von einer von Mehrsprachigkeit, die vielfach ja in einem nationalen Rahmen auch diskutiert wird, hin zu globalen Entwicklungszielen, wie sie in der Agenda 2030 der UNO verankert sind. Was erwartet Sie denn heute in meinem Vortrag? Zunächst einmal gehe ich von einem Konzept aus, das im Kontext von Global Citizenship Education zunehmend diskutiert wird. Wie Sie wissen, wird ja sehr viel auch im Kontext der Sustainable Development Goals von einer Social Justice gesprochen. Und ich möchte hier über das Konzept einer Cognitive Justice sprechen. Das heißt, es geht darum, und viele von Ihnen, die vielleicht auch in vielen Sprachen leben, aufgewachsen sind, die wissen, dass jede Sprache ein gewisses Weltwissen in sich trägt. Und dieses Weltwissen zuzulassen, dieses Weltwissen und die Multiperspektivität, die dadurch entsteht, auch zuzulassen, das wäre so der Kerngedanke einer Cognitive Justice. Ja, ich möchte mit Ihnen auch ein paar Fakten, Argumente und Fragen sammeln, die rund um dieses kontrovers diskutierte Thema Mehrsprachigkeit oder nur eine Sprache für alle auch wesentlich sind. Denn man könnte ja auch die Frage meines Vortrags oder des Titels meines Vortrags, wie viele Sprachen braucht der Mensch, könnte man durchaus auch anders stellen und sagen, ist nicht eine Sprache schon genug? Ja, und schließlich möchte ich dann auch mit Ihnen den Blick auf den globalen Kontext von Mehrsprachigkeit werfen, da wir im deutschsprachigen Raum, so scheint es mir sehr stark, immer darauf blicken, wie es uns hier geht mit Mehrsprachigkeit, welchen Blick wir darauf werfen. Und dennoch ist Mehrsprachigkeit etwas durchaus, was man als globales Phänomen bezeichnen kann. Und es ist auch ganz spannend zu schauen, wie in anderen Regionen der Welt damit umgegangen wird. Ja, und ich möchte mit Ihnen am Ende dann auch einen kleinen Ausblick wagen, um zu schauen, wie kann es denn weitergehen und was bedeutet das alles dann auch für das System Schule. Ja, zunächst einmal die Sustainable Development Goals, die Ziele, 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, fordern im Ziel 4.7 oder ja, streben an, bis 2030 sicherzustellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, durch eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung.
Nun habe ich mir erlaubt, hier ein paar Begriffe hervorzuheben und Sie werden gleich verstehen, warum ich das gemacht habe. Ich möchte nämlich den Bezug herstellen zu Mehrsprachigkeit anhand dieser Begriffe. Wenn wir uns Bildung für nachhaltige Entwicklung anschauen, dann möchte ich an ein Zitat von Helmut Kohl erinnern, und zwar in seiner Rede zum Bundestagsrede zur Geschichte der Vertriebenen am 1. Juni 1995, wo er festhält, wer seine Vergangenheit nicht kennt, der kann die Gegenwart nicht verstehen und wird dementsprechend auch die Zukunft nicht gestalten können. Nun, wenn wir uns anschauen, unsere Vergangenheit ist gespeichert in unseren Sprachen oder durch unsere Sprachen. Das heißt, es macht auch durchaus einen Unterschied, in welcher Sprache ich über die Vergangenheit erzähle. Insofern wäre eine Bildung für nachhaltige Entwicklung, und nachhaltige Entwicklung meint, es ist eine Bildung für eine Zukunft, ja, für eine Zukunft, die uns unsere Existenz sichert. Wenn wir eine solche Zukunft gemeinsam anstreben auf einem Planeten, der vor globalen Herausforderungen steht, dann heißt das auch, dass wir diese Vielperspektivität brauchen, um die Vergangenheit in ihren vielen Facetten und ihren vielen Perspektiven auch tatsächlich besser verstehen zu können. Und hier wäre für mich ein erstes Argument für Mehrsprachigkeit. In den Menschenrechten ist verankert, dezidiert verankert, ein Diskriminierungsverbot von Menschen vor dem Hintergrund ihrer Herkunft, ihrer Sprache. Wenn wir weiterschauen auf eine Kultur des Friedens, so steckt hier mehreres drinnen, wo wir Sprache dringend brauchen und Sprachen und viele Perspektiven darauf. Zunächst ist der Begriff von Kultur ein sehr, sehr unscharfer, ja, der immer wieder ausverhandelt werden muss, wo man sich immer wieder überlegen muss, was meinen wir denn damit und welche Bilder sind da in unseren Köpfen? Kultur des Friedens, welche Bilder haben wir zu Frieden, welche Fantasien, welche Visionen gibt es dazu? Wie die Geschichte der Menschheit zeigt, haben wir es bislang nicht geschafft, hier tatsächlich Wege, Strategien zu finden, um einen Frieden für alle zu gewährleisten. Vielleicht braucht es eine Öffnung zu mehreren Perspektiven und ein größeres Wissen, das wir einbinden müssen. Der Begriff der Weltbürgerschaft, der ganz stark natürlich eben dieses Global Citizenship Education Konzept anspricht, das selbst auch noch im Wandel und im Entstehen begriffen ist, Der scheint mir hier sehr zentral, auch weil, wenn wir uns anschauen, das Konzept von Citizenship, Bürgerschaft, dieses Konzept erfordert zunächst einmal ein Gefühl einer Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft. Ja, wie kann es gelingen, dass Menschen sich zugehörig fühlen? Denn aufbauend auf diesem Gefühl einer Zugehörigkeit kann man dann die weiteren Schritte gehen in Richtung einer Übernahme von Verantwortung, Gestaltung der Gesellschaft. Somit wäre auch eine These, die ganz stark die Sprachen einbindet, zu sagen, zugehörig fühle ich mich dann, wenn ich angenommen werde mit allem, was ich mitbringe, mit meiner Biografie, meiner Geschichte, meiner Familie, mit meinen Sprachen, mit dem, was ich sagen möchte und sagen kann. Ja, und somit ist auch kein weiter Schritt mehr zu setzen zu einer Wertschätzung kultureller Vielfalt. Diese Forderung geht auch davon aus, dass es eine kulturelle Vielfalt gibt. Kultur wiederum, möchte ich erinnern, auch in einem mehrschichtigen Verständnis im Hinblick auch auf Traditionen, die sich entwickelt haben, Traditionen im Alltagsleben, Traditionen in der Führung von Dialog, Traditionen, Gewohnheiten, Muster, Handlungsmuster, die gleichzeitig auch immer wieder Bilder produzieren und Bilder in sich tragen, die Menschen dann auch mit einer Kultur des Friedens unter anderem in Verbindung setzen.
Ja, eine Bildung für nachhaltige Entwicklung wird in den nächsten Jahren auch für das österreichische Schulsystem eines der zentralen Bildungsanliegen werden. Und demnach, wenn wir uns das anschauen, so fordert eine Bildung für nachhaltige Entwicklung ein, Menschen jeden Alters, jeden Geschlechts und jeder Kultur darin zu unterstützen, alternative Visionen einer nachhaltigen Zukunft zu entwickeln und an der Realisation dieser Visionen gemeinsam mit anderen fantasievoll zu arbeiten. Da steckt sehr viel drinnen, wo auch ich wieder einen Bezug zu Sprachen, und zwar zu vielen Sprachen, sehe. Zunächst einmal ist zu definieren, was heißt es denn gemeinsam mit anderen, wer ist denn der andere oder die andere? Und kann es gelingen, eben auch im Sinne dieses Bildungsanliegens, den anderen, die andere, nicht als Bedrohung, sondern als große Chance, eben gerade für alternative Visionen und für die Entwicklung von Strategien, die zurzeit auch vielleicht unserem Vorstellungsvermögen noch nicht zugänglich sind. Einfach kann diese Vielfalt auch dazu dienen. Ja, interessant, Mehrsprachigkeit, könnte man die Frage, zwei Fragen stellen, warum denn Mehrsprachigkeit und warum eigentlich nicht Mehrsprachigkeit? Aber bevor wir uns hier weiter mit Fakten und Argumenten beschäftigen, Stefan, wäre ich sehr dankbar, wenn du diese erste kleine Umfrage, die ich an unser Publikum stellen möchte, einblendest. Sehr gerne, kommt sofort. Gib mir bitte im Chat kurz ein Feedback, ob ihr die Umfrage sehen könnt. Das wäre nett. Ah, ich muss sie starten. Okay, gut. Jetzt müsste sie sichtbar sein. Ja, also mich interessiert natürlich zunächst einmal selbst, inwieweit Sie selbst mehrsprachig sind. Mit mehr als einer Sprache aufgewachsen, meine ich hier, in mehr als einer Sprache sozialisiert und in Ihrem Umfeld mit mehr als einer Sprache kommunizierend. Ursula, du kannst die Ergebnisse auch sehen, richtig? Ich sehe die Ergebnisse nicht. Okay. Wir haben jetzt, ich beende sie mal, dann müssten alle das sehen können. Klick. Wir haben eine Mehrheit für Ja, 65%. Für Nein, 30%. Ja, oh, das ist sehr viel natürlich. 65% der Zuhörer und Zuhörerinnen mehrsprachig, das ist toll. Ich denke, da können Sie auch sehr viel aus Ihrem eigenen Erleben auch nachvollziehen. Ja. Mich interessiert in einem nächsten Schritt dann auch, wie Sie nun Mehrsprachigkeit in Ihrem Umfeld wahrnehmen. Das heißt, wie geht es Ihnen damit, wenn Sie sich umschauen in Ihrem Alltag? Wie reagieren Menschen auf Mehrsprachigkeit? Welche Atmosphäre entsteht da, wenn Mehrsprachigkeit vorhanden ist, ins Spiel kommt, zum Thema gemacht wird? Das wäre meine zweite Umfrage, Stefan. Kommt sofort. Chip, 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 hier. Ja, nehmen Sie Mehrsprachigkeit vorrangig in Ihrem Umfeld als Schatz wahr? Und wird das auch so gelebt? Das ist auch noch wichtig. Oder erfahren in Ihrem Umfeld alle Sprachen tatsächlich dieselbe Wertschätzung? Wird manchen Sprachen vielleicht der Vorzug gegeben, während andere benachteiligt werden? Oder macht Mehrsprachigkeit gar Angst? Es würde mich interessieren, wie Sie das einfach wahrnehmen. Es wird eine sehr subjektive Darstellung sein, einfach dort, wo Sie besonders einfach auch hier einen Schwerpunkt sehen in Ihrem Erleben.
Wir haben jetzt 60% der Teilnehmenden hat schon abgestimmt. Ich war okay. Augenblicke. 51 Stimmen haben wir schon. Neun. Ja. 51. Wohin geht's denn? Was ist die Tendenz? Ich kann es leider nicht sehen. Ja, ich zeige es dir gleich. Lass mich überraschen. Moment. Interessiert mich natürlich sehr. Ich schließe jetzt. Jetzt haben wir 70% Klick. Und ich gebe die Resultate frei. Aha, ja. Oh doch, das ist wunderbar. Das freut mich, dass hier zumindest 37% sagen, Mehrsprachigkeit wird in meinem Umfeld als Schatz wahrgenommen und auch gelebt. Denn wir hatten vor 3 Jahren begonnen, eine Studie an der Pädagogischen Hochschule Wien, wo viele der Studierenden, der mehrsprachigen Studierenden gesagt haben, die Mehrsprachigkeit wird als Schatz wahrgenommen, aber nicht gelebt. Also man sieht es nicht im Umfeld. Das wären dann auch die 8%. Alle Sprachen erfahren dieselbe Wertschätzung, so würde ich es interpretieren. Das heißt aber noch lange nicht, dass das auch gelebt wird und dass die Sprachen sichtbar werden im Alltag. Eine eher traurige Bilanz sind die 77%, die sagen, manchen Sprachen wird der Vorzug gegeben, während andere benachteiligt werden. Und gerade hier setzt ja auch das Konzept oder die Forderung nach einer Cognitive Justice an, zu sagen, wie kann es gelingen, allen Sprachen auf Augenhöhe zu begegnen. Und doch 17% sprechen davon, dass sie erleben, wahrnehmen, dass Mehrsprachigkeit Angst macht. Und diese Angst zu erklären ist auch ein Phänomen, das es gilt, auch immer wieder zu besprechen. Und vielleicht auch wird im weiteren Vortrag klar, warum das auch so sein kann. Ich danke Ihnen jedenfalls herzlich für Ihre Teilnahme. Hier kamen auch im Chat sehr interessante Feedbacks, zum Beispiel, wenn man auf Spanisch in der U-Bahn telefoniert, dass man da schief angeschaut wird. Ja. Dass man Deutsche mit niederländischen Wurzeln werden bei Bewerbungen benachteiligt und so weiter und so fort. Ja, also ich denke, es gibt noch viel zu tun in dieser Richtung und die Cognitive Justice ist bei weitem nicht etwas, wovon wir heute bereits ausgehen können. Danke. Ja, dann schauen wir weiter. Ein Erklärungsmuster, wenn wir schauen, dieser kleine Mann, der hier steht und der sich vielleicht dafür entscheidet, ob er seine Mehrsprachigkeit in Zukunft leben wird oder nicht, ob er sie als Chance sieht oder nicht sehnt oder gar als Bedrohung, etwas, das Angst macht. Da sind einige Faktoren wesentlich, die eben hier sozusagen das Schicksal eines Kindes auch bestimmen in Bezug auf seine Mehrsprachigkeit oder die Entscheidungen, die hier getroffen werden. Zunächst einmal sind es Ziele, Erwartungen und Visionen, die sich der Mensch selbst steckt und wie er sich sieht in Zukunft, in welchem Beruf und wie er auch seine Chancen mit der Mehrsprachigkeit in der Gesellschaft, in der er sich bewegt, sieht. Dann sind es natürlich auch die Familie, Werte, Normen. Wenn eine Familie sagt, für uns ist es absolut wichtig, dass wir eben unsere Geschichte bewahren, unsere Traditionen, dass wir das in unserer Sprache, in unserer Familiensprache, in der Sprache unserer Vorfahren auch erzählen können. Oder eine Familie sagt, für uns ist es wichtig, dass wir in einer Gesellschaft, die eben diese eine Sprache fordert, dass wir da gut angenommen werden und verzichten vielleicht dann da auch auf die eigene Familiensprache. Die Erfahrung in der Mehrheitsgesellschaft oder in der Aufnahmegesellschaft und deren Umgang mit Diversität sind natürlich ein ganz wesentliches Element, ein ganz wesentlicher Aspekt, der einwirkt. Aber auch der Selbstwert. Ich möchte Sie auch bei der Selbstwert einer Person, das Selbstvertrauen. Ich möchte Sie da übrigens auf den Workshop von Susanna Landgräbe morgen um 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr zu VoxMe
Sie darauf hinweisen, das Schulnetzwerk VoxMe, wo ja ich auch unter anderem Bundeslandkoordinatorin bin, ist ein Schulnetzwerk, wo Schulen gezielt Mehrsprachigkeit stärken, eben mit der Annahme, dass durch die Stärkung der Mehrsprachigkeit, durch den Begegnen der Sprachen der Kinder auf Augenhöhe, dass da der Selbstwert der Kinder auch gestärkt werden kann und somit auch einfach das Lernen leichter wird. Der sozioökonomische Status einer Familie, einer Person ist natürlich ein maßgeblicher Aspekt, denn er bestimmt, ob ich mir überhaupt vielleicht auch vorstellen kann, mit meiner Mehrsprachigkeit einen erweiterten, weiß ich nicht, Karriererahmen zu geben oder inwieweit ich mir leisten kann, ob ich die Entwicklung meiner Erstsprache vorantreibe, auch wenn das vielleicht im Schulsystem nicht so vorgesehen ist. Ja, und sehr wichtiger Aspekt, den Katharina Prisic unter anderem sehr stark auch beforscht hat, besagt, dass die Erfahrungen der Familienmitglieder über 2 bis 3 Generationen hinweg und wie es ihnen mit ihrer Sprache und mit Mehrsprachigkeit gegangen ist, dass das auch mitbestimmt, inwieweit sich vielleicht dieser junge Mann dafür oder dagegen entscheidet, seine Sprachen weiter zu kultivieren. Walter Mignolo sieht als eine der Folgen von Kolonialismus seit dem 17. Jahrhundert, dass jedwedes Wissen, welches nicht in einer der modernen imperialen europäischen Sprachen auf Grundlage von Griechisch und Latein dokumentiert wurde, zu keinem nachhaltigen Wissen wurde. Eine Feststellung, die uns klar in den Bereich einer Cognitive Injustice führt, mit der wir ja heute eben nach wie vor auch zu kämpfen haben. Ja, ich möchte hier einfach einige Dokumente auch anführen, die stark auch plädieren für die Einbindung und die Kultivierung der Familiensprachen, der Erstsprachen, die auch stark mit Menschenrechten in Verbindung setzen. Nicht zuletzt auf das Kinderrecht auf Sprache zu verweisen, das auch unter anderem eine Garantie dafür ist, dass die Kinder, und das ist auch in der Kinderrechtskonvention verankert, mitsprechen können und ihre Meinung äußern können. Dazu brauchen sie ihre Sprachen. Ja, wie entscheidet sich nun ein politisches System für oder gegen Mehrsprachigkeit? Das ist die Sprachenpolitik. Wie wird die beeinflusst? Einerseits durch das soziolinguistische Umfeld eines Landes, wo man sagt, okay, welche Sprachen sind da, woher kommen die, seit wann sind die da und warum sind die da? Die ideologischen Glaubenssätze und Überzeugungen dazu, inwieweit Mehrsprachigkeit für die Einheit einer Nation hinderlich oder förderlich ist, ja, inwiefern auch hier welches Identitätskonzept einer Nation da auch dahinter steckt und schließlich die Auswirkungen der Globalisierung. Man sagt, okay, wie gehen wir mit internationalen Sprachen um, welchen Stellenwert haben die, aber auch wie interpretieren wir die Sicherung der Rechte indigener Bevölkerungsgruppen und sprachlicher Minderheiten. Wovon sprechen wir, wenn wir von Mehrsprachigkeit sprechen? Wovon sprechen wir nicht? Da möchte ich Sie zu einer letzten kleinen Umfrage einladen und fragen, wie Sie das einschätzen. Welches Land ist denn das vielsprachigste der Welt? Ich schicke gleich die Umfrage rein. Moment. Klick. Klick. Wir haben 101 Teilnehmer hier gerade in der Umfrage. Sehr, sehr cool. Sehr schön. Freut mich. Dann wird sie auch repräsentativ. Total. Und es sprudelt richtig raus. 33, 40%, 42%. Bin sehr gespannt. 2%. Ich warte wieder, bis wir so 70% rum haben. Das geht recht schnell. Okay. Wir müssen eher ein bisschen auf die Zeit schauen, aber so viel Zeit. Genau, ja, es geht sich aus. Ja, genau. Es geht sich aus. Ich liebe den Ausdruck.
könnte ich stundenlang österreichisch. Ja, auch ich bin mit Bayerisch durchaus sympathisierend. Ja, da können wir ja Bayerisch reden, das passt ja wunderbar. Ja. Gut, wie schaut's aus? Also, ich beende die Umfrage. Vielen, vielen Dank für alle, die mitgemacht haben, die angeklickt haben. Klick. Jetzt gebe ich diese Resultate frei. Ah, ja, die Mehrheit hat sich getäuscht. Das freut mich sehr, zumindest nach meiner Interpretation. Indien ist natürlich eines der wirklich vielsprachigen Länder mit 22 anerkannten Sprachen, 2 Amtssprachen. Und die jüngere Forschung spricht von 780 bis 900 Sprachen in Indien, die gesprochen werden. Ja, aber der Sieger ist Papua-Neuguinea mit 7 Millionen Einwohnern, nur 7 Millionen Einwohnern und 850 Sprachen. Viele dieser Sprachen werden allerdings von weniger als 1000 Menschen gesprochen. Die Amtssprachen, es gibt 4 Amtssprachen, Englisch, Dogbisin, Hiwimoto, man verzeih mir, wenn ich das falsch ausspreche, und die Zeichensprache Papua-Neuguineas seit 2015. Also Papua-Neuguinea ist jedenfalls aufgrund auch seines kleinen Territoriums und der kleinen Einwohnerzahl das vielsprachigste Land der Welt und der 4 Amtssprachen. Luxemburg ist nicht schlecht, nicht schlecht unterwegs, kann man sagen, unter der Reihe der Mehrsprachigen, und zwar in Europa, ist es ein Land mit 3 Amtssprachen, die flächendeckend von allen gesprochen werden und im Bildungssystem und in öffentlichen Dokumenten von allen. Das unterscheidet Luxemburg zum Beispiel von der Schweiz, wo es auch 4 Amtssprachen gibt, die aber nur von einzelnen Gruppen dann auch gesprochen werden. Also ich danke Ihnen für diese Einschätzung. Ja, und abschließend möchte ich einfach auch ganz kurz noch auf so eine These verweisen, dass mit großer Wahrscheinlichkeit doch die Mehrheit der Menschheit mehrsprachig ist, bei 7000 Sprachen weltweit, 190 Nationalsprachen. Österreich, sehen Sie hier, ist mit dabei. Und wenn wir uns im Schuljahr 2017-18 die 30,8% der Primarstufenschülerinnen anschauen, die mehrsprachig aufwachsen, dann sehen wir, Österreich ist durchaus sehr mehrsprachig. Ja, die Gefahren für Sprache sind evident, liegen auf der Hand. Und vielleicht sind aber hier, wenn wir uns diese Gefahren angesichts der globalen Goals oder mit Hilfe dieses Ziels 4.7 anschauen und die analysieren, vielleicht tragen sie in sich bereits Teile der Lösung. Denn was brauchen wir denn für eine Gesellschaft, also für eine Reparatur der Zukunft? Ich habe mich da irgendwie auf das Radiokolleg im österreichischen Radio berufen. Die haben eine tolle Serie, wo junge Leute über die Reparatur der Zukunft und ihre Ideen dazu sprechen. Also wie können wir diese globalen Krisen und Herausforderungen lösen? Vielleicht können wir einfach vor der Folie dieses Ziels 4.7 nochmals auf diese globalen Gefahren für Mehrsprachigkeit blicken und da einen, und das wäre mein Schlussplädoyer, einen Paradigmenwechsel auch einleiten, um zu sagen, Cognitive Justice als ein erforderlicher Paradigmenwechsel in einer globalisierten Gesellschaft, denn daraus könnten sich neue Chancen im Sinne einer Perspektivenvielfalt für Verantwortung, Solidarität und Gemeinschaft ergeben. Das wäre meine Schlussthese. Ihnen bleibt darüber nachzudenken, oder das wäre mein Impuls. Was bedeutet das für Schule und Unterricht? Was erschien mir hier besonders wichtig? Ich fürchte, dass wir es nicht mehr schaffen, Ihre Fragen zu beantworten, was mir sehr leid tut. Ja, tausend Dank. Das mit der Reparatur der Zukunft fand ich extrem zutreffend, weil vieles ist ja jetzt schon kaputt. Wir haben jetzt vieles schon kaputt gemacht, was Kindeskinder reparieren müssen. Wa? Vielleicht noch, Ursula, würdest du deine E-Mail in den Chat reinschreiben, falls noch Fragen sind, dass die Leute... Sehr gerne, das steht auf der Folie jetzt. Also alle, ja, okay, gut.
alle, ja, ist richtig. Die mir zugehört und zugesehen haben, sehen die Abschlussfolie mit einem riesen Dankeschön in vielen Sprachen. Ja. Es gab sehr wohl Fragen, zum Beispiel die eine, ab welchem Jahr man Kindern Fremdsprachen schon antun soll und auch interessante Dings, dass manche Kinder auch die Relevanz von Fremdsprachen Unterricht in der Schule auch nicht verstehen und nicht nachvollziehen können. Ja. Und der Eurozentrismus drauf. Danke, ja. Also ich denke auch, die Frage ist eher die, wie kann man lernen für Kinder einfach interessant, ja, und spannend gestalten? Das, ja, ist die allgemeine Frage. Ja. Na, tausend Dank. Tausend Dank. Und danke auch. Danke für deine Unterstützung. Ja, hey, sehr, sehr gerne. Meine Damen und Herren, wir starten auch gleich weiter mit dritte Linie.